أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد. Die Frage heute: Nützen dem Kafir seine guten Taten, die er in dieser Welt macht, so dass er auch vielleicht sogar in das Paradies hereinkommt im Jenseits? So wird berichtet von Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa arda, und die Überlieferung ist verzeichnet bei Imam Muslim, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أقضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. الله behandelt einen Gläubigen bezüglich seiner guten Taten, die er in dieser Welt gemacht hat, nicht ungerecht. Er wird für diese gute Tat, sowohl die er macht, in dieser Welt belohnt, als auch im Jenseits belohnt. Was aber den Ungläubigen anbelangt, so wird er für die gute Tat, die er für Allah gemacht hat, lediglich in der Dunya belohnt. Jedoch im Jenseits wird er nicht für diese gute Tat belohnt. Al-Qadi Iyad Rahimullah Ta'ala sagte, wie Ibn Hajar al-Asqalani in Fath al-Bari übertragen hat: وَقَدْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ لَا تَنْفَعُهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَلَا يُثَابُونَ عَلَيْهَا بِنَعِيمٍ وَلَا تَخْفِيفَ عَذَابٍ لَكِنَّ بَعْضَهُمْ أَشَدُّ عَذَابًا مِنْ بَعْضٍ بِحَسَبِ جَرَائِمِهِمْ. Al-Qadi Iyad Rahimullah Ta'ala sagte, es gibt unter allen muslimischen Gelehrten einen Konsens. Das bedeutet, alle muslimischen Gelehrten haben sich darauf geeinigt, dass die Taten von einem Kafir ihm nichts im Jenseits nützen. Weder wird er für diese guten Taten, die er in dieser Welt gemacht hat, Freude empfinden im Jenseits, noch wird die Strafe für ihn reduziert. Jedoch wird es so sein, dass manche Kuffar schwerer, strenger, gewaltiger bestraft werden als andere in der Hölle für die Verbrechen, die sie begangen haben. Und hier erfahren wir, dass einem Kafir die guten Taten nichts nützen, selbst wenn er sie für Allah einzig und alleine machen würde und nach der Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn sein Kufr ist der Hinderungsgrund, dass die Taten überhaupt von ihm angenommen werden, und so werden ihm seine guten Taten, ganz gleich wie viele er in dieser Welt macht, nichts am Tage der Auferstehung nützen. Lediglich in der Dunya wird er das eine oder andere von Allah azza wa jal bekommen, mehr jedoch als dieses wird er nicht bekommen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.